So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Wir wollten tatsächlich mal Mirage in diesem Level ausprobieren, einfach weil ich hoffe, dass ihre Fähigkeit, Luftziele anzugreifen, mir ein bisschen helfen wird. Wie hatten wir das? For honor and glory for the king. So. Ihr. Charge! It's showtime. They won't see me coming. Okay. Fully loaded. Hier mal das hier und das dürfte auf der Seite dann eigentlich auch reichen. Might and magic, like a charm. I put a spell on you. They won't see me coming. Fangen wir doch einfach mal so an. According to plan. Freedom! They won't see me coming. So, bitte nicht in Nahkampfreichweite gehen und einfach deine Messerchen werfen, okay? According to plan. So, immer schön Messerchen werfen. According to plan, it's showtime. Außerhalb der Reichweite bleiben. Freedom! Archers ready! So, am besten mache ich euch hier oben hin, einfach damit wir da oben so ein kleines bisschen die Gegner schädigen, bevor sie tatsächlich unten ankommen. Denn dann kann das die Zwergenartillerie sie hier unten one-shotten. So, direkt die nächsten. Oh, ja, nicht gut. They won't see me coming. Jetzt habe ich das hier tatsächlich total vergessen. Naja, was soll's. Mirage hilft ganz gut. Okay. It's showtime, according to plan. Als nächstes da oben hin. It's showtime. Ah, damit hat sie jetzt tatsächlich recht viele getroffen. Okay, sehr gut. Dann kommen hier Hundis und die ersten Unsterblichen. Okay. It's showtime. Bitte einfach die ganze Zeit angreifen, okay? They won't see me coming. Bullseye! According to plan, it's showtime. According to plan, it's showtime. Let's dance. It's showtime. They won't. So, jetzt hast du hier bitte gegen die Hundis. Hier oben noch einen zusätzlichen Magierturm an. Vielleicht Level 2. Das ist mal das Maximum, was ich dem da oben geben will. Wir brauchen ja nachher noch irgendetwas, was so ein ganz kleines bisschen gegen die Flugeinheiten hilft. Freedom! Das sind ein bisschen viele. Okay. A wise choice. Freedom! Dodge this! According to plan. Okay. Showtime. Wenn ich mich richtig erinnere, dürfte von links die Königin kommen. Also bleibst du am besten einfach mal hier. Ist die Königin. Bitte schön angreifen. I put a spell on you. Let's dance. They won't see me coming. Freedom! Magic must flow. Was hat er gesagt? Ich verstehe nicht mal richtig.
According to plan, it's showtime. So. Bitte diesen großen Hundis jetzt ein bisschen Schaden machen. They won't see me coming. Archers ready? According to plan. Freedom! Let's dance. According to plan. Wow. Mist, das war leicht zu spät. Verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Sagen wir es mal so. Einer ist okay. Einer ist aber wirklich das Maximum, was ich durchlassen will. According to plan, it's showtime. According to plan, it's showtime. Freedom! They won't see. Nicht gut, nicht gut. Was wollte ich denn gegen den machen? Let's dance. They won't see me come. Let's dance. According to plan, it's showtime. According to plan, they won't see me come. So, vielleicht einfach ein bisschen zurückhalten? Nein, das wird nicht funktionieren. It's showtime. According to plan, they won't. Oh Gott, fast tot, nicht gut, nicht gut. Let's dance. According to plan. Let's dance. Okay, ein Achievement, das ist gut. They won't see me coming. Let's dance. It's showtime. Have that day. According to plan. Freedom! Oh my god. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nee, ich muss tatsächlich hier oben das Zwergenbombardement wahrscheinlich hinmachen. Wenn ich das nicht mache, dann sorgt das dafür, dass die viel zu viel Zeit da oben haben, Gegner zu spawnen. Eieieiei. Na gut, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Es muss klappen. Irgendwie muss das schon klappen. Charge! For honor and glory. So anfangen. Might and magic. Fully loaded. Archer, so. Ready? Want some? Get some. Like a charm. They won't see me coming. Okay. It's versuchen wir es so nochmal. According to plan. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon they hin. Won't see me coming. Wahrscheinlich hatte ich nur die falsche Idee mit der Platzierung der Zwergenartillerie. According to plan. So, bitte einfach werfen und nicht in Nahkampfreichweite gehen, okay? Let's dance. It's showtime. So, kannst du von hier einfach angreifen? Ja, kannst du. Sehr schön. Dodge this. They won't see me coming. Okay, sehr schön. According to plan, it's showtime. Archers ready? Bullseye!
They won't see me coming. Charge! So. Euch natürlich so weit nach hinten wie möglich, damit so viele von euch wie möglich angreifen können. They won't see me coming. Let's dance. Und du bleibst bitte nach wie vor so ein bisschen auf Abstand. Das ist der Plan. Let's dance. They won't see me coming. Let's dance. It's showtime. Freedom! According to plan. It's showtime. Freedom! They won't see me. Okay, einen durchgelassen. Das ist verkraftbar. Gerade noch so verkraftbar. Let's dance. It's showtime. Freedom! According to plan. Abstand bleiben. Magic. Let's zwei erreicht da. They won't see me coming. Let's dance. Whoa. Meine Güte, den hätte ich jetzt fast nicht bemerkt. Might and magic. Let's dance. So, du fängst es bitte an, da oben die Königin anzugreifen. Freedom! It's showtime, according to plan. Haben wir mal nur zur Sicherheit noch einen zweiten Trupp von euch da oben hin. Let's dance. Like a charm. They won't see me coming. Let's dance. Freedom! Eieieiei. Okay, noch sieht das Ganze ganz gut aus. Let's dance. Und Level Up für die gute Mirage, das ist immer schön. Eieiei, bitte nicht durchlassen einfach, okay? It's showtime. Zum Glück machen die Gefallenen nicht gerade viele Schaden. Wobei 12 bis 18. Immer noch 12 bis 18. Die machen tatsächlich genauso viel Schaden als Mumie, wie sie es als... Okay, das habe ich ein bisschen übersehen. Na gut, was soll's. It's showtime. So. According to plan. They won't see me coming. Let's dance. They won't see me coming. Let's dance. They won't see me coming. Könntest du bitte den da angreifen, okay? Nicht gut. Ich riskiere jetzt einfach mal nichts. Hey. According to plan. So, Soldaten bitte. Let's dance. Okay, es sieht so oben, da oben ganz so aus, als würdet ihr die Gefallenen noch unter Kontrolle haben. Oh Gott, die Tatsache, dass er halt wirklich einfach diese Sarkophage, diese Gräber da aushebt, aus denen unendlich viele kommen. Freedom!
ist nicht gut. Es ist wirklich problematisch. Aber solange er in Nahkampfreichweite mit irgendetwas ist, kann er nicht beschwören, ne? Ja, genau. Okay, sehr schön. It's showtime. A wise choice. According to plan. It's showtime. Okay. According to plan. It's showtime. Freedom! Bitte da oben so ein kleines bisschen helfen. Ich finde tatsächlich die Waffen, die sie hier haben, cool. So ein doppelseitiger Speer mit einem Schwert am Ende. Ich weiß tatsächlich nicht der Name von dieser Waffe. Aber ich finde sie cool. Oder sind das vielleicht einfach nur... Das sind einfach nur Speere, oder? Ach, ich bin doch aber auch ein Idiot. Time for target practice. It's showtime. According to plan. It's showtime. According to plan. It's showtime. Aber ja, wir brauchen tatsächlich da oben die Zwergenartillerie, ansonsten funktioniert das nicht. Aber jetzt, da wir sie da oben haben, funktioniert das ganz gut. So, was soll ich als nächstes bauen? They won't see me coming. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, scheiße, 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 scheiße. Dann wird das hier definitiv benötigt. Let's dance. They won't see me coming. According to plan. Fully loaded. They won't see me coming. Freedom. According to plan. It's showtime. So, sehr schön. They won't see me coming. It's show. Und jetzt da hinten bitte wieder aushelfen. Be quick or be dead. According to plan. It's showtime. So, wenn du in Nahkampfreichweite gehst, hilft das was? Let's dance. Okay, sieht gut aus. Noch sieht's gut aus. According to plan. It's showtime. It's showtime. Eieiei. Fängt das hier überall mit diesen beschissenen Skorpionen an? Hättest du auch garantiert auf irgendetwas Sinnvolleres schießen können. Warum machst du das gerade eigentlich immer, wenn der Gegner schon fast tot ist? Das macht für mich keinen Sinn gerade. Ja, nicht gut. Da war ich mal wieder ein kleines bisschen zu langsam. Bitte so ein bisschen hinhalten. According to plan. According to plan. According to plan. According to plan. Oh, yeah, yeah, yeah. Magic must flow. Die Magie muss fließen. Sagt er das? Magic must flow? Freedom! It's showtime. According to plan. According to plan. Oh, whoa, 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 whoa. Bitte nicht mit 0, gar nichts durchlassen. Das ist nicht schön. Oh, ja, 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 okay. Wir haben es wieder unter Kontrolle. Es ist bisher nur einer durchgekommen. Let's dance. Also nicht aufregen. Okay, nächste Welle ist immer noch keine weitere Flugwelle. Das ist gut, das ist gut. They won't see me coming. According to plan. Aber jetzt kommen viele Hundis, ne? Ready to rumble! Let's dance!
versuchen wir es doch mal so. It's showtime. $300 kostet das für jeden Dwarven, bei dem ich das machen will. Aber es ist wahrscheinlich echt keine schlechte Idee. Ich habe hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel magischen Schaden. Und die Hunde haben ja eine leichte Resistenz gegen die Magie, was problematisch werden könnte. Aber noch sieht's aus, als könnte ich das schaffen. Ja, okay. Hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich will mich nicht beschweren. Let's dance. They won't see me come according to plan. Let's dance. Moment mal. Wenn mehrere von ihren Doppelgängern das gleiche Ziel angreifen, heißt das dann, dass sie zusätzlichen Schaden verursacht an einem einzelnen Ziel? Wenn ja, wäre das richtig cool. Magic must flow. It's showtime. Bitte nicht auf meine Mirage schießen. Die hat wenig Leben. They won't see me come. It's showtime. According to plan. God, with the wind. It's showtime. So. Sandgeister. Na ganz toll. Aber wir haben die Dwarfs. Von daher habe ich jetzt nicht so viel Angst. Zeit 27 plus 6 und den Schaden. Ja, macht halt mehr Schaden dann auch. Okay. Das ist hauptsächlich für Crowd Control, würde ich mal sagen. Leider hilft es jetzt nicht allzu viel mit Schaden. Oh Mann. Vielleicht sollte ich hier tatsächlich schon mal auf die Assassinen hoch upgraden. Ihr habt tatsächlich bei den Sandgeistern noch nicht wirklich viel Schaden gemacht, das ist nicht gut. Scheiße, 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 scheiße. For honor and glory. Magic, magic, okay. Eine Crit-Chance. Ah, wir haben die Sandgeister überlebt, okay. Let's dance. They won't see me coming. It's showtime. Es sollte manchmal nicht immer direkt panisch werden. For the king. Okay, Moment. Hier am besten mal dahin. Als nächstes will ich hier... Oh, Moment. Wir sind ja schon fast beim Boss, merke ich gerade. Sind zusätzliche Feuerkraft. They won't see me coming. According to plan. Archers ready. Let's guess. They won't see me coming. Okay. It's showtime. They won't see me coming. According to plan, it's showtime. Das gibt's doch nicht. Ihr beschwört mir ein bisschen zu viele Soldaten hier unten. Oh, oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Let's dance.
It's showtime. Okay, okay. They won't see me coming. It's showtime. According to so, jetzt brauchen wir aber definitiv nochmal ein bisschen zusätzlichen Schaden, denn jetzt kommt der Boss. Der erste Boss! Nazeru. Okay. Oh. Hey, 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 hey. Nicht nett, nicht nett, nicht nett. Hör auf damit. It's showtime, according to plan. Nazeru und Efriden. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Eieiei. They won't see me coming. According to plan. Bitte vernichten. A target practice. Let's dance. Oh, das war's schon? Er hatte aber nicht gerade sonderlich viel Leben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Da bin ich einfach nur dankbar. Neue Herausforderung. Stelle dich endlosen Feindeshorden und kämpfe um die beste Punktezahl. Ah, und dann wird hier natürlich auch das Tor vernichtet. Die Ruinen von Nas D. Endlos. General, eine alte Herrschaft aus Äonen des Schlafs erwacht. Und befehligt nun die Stämme der Wüste, um das Land erneut zu versklaven. Stelle dich ihm in den Ruinen von Nasser und dezimiere seine Armee. Überlebte Wellen, Rundendetektor, auf den Kaum. Oh, das war jetzt nicht unbedingt geplant. Ich will jetzt normal weitermachen. Neuer Held freigeschaltet. Cronan, der Barbar. Okay. Master! Beastmaster! Den würde ich tatsächlich gerne zeigen. Na gut, Tragen zwei Waffen, höchste Gesundheit und ja, dafür brauche ich dann halt noch ein paar Sterne. Aber damit hätten wir jetzt die Wüste zumindest mal storytechnisch abgeschlossen. Und ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle doch auch mal wieder einen Cut, sonst wird der Part nur wieder zu lange. Das war's für heute mit Kingdom Rush Frontiers. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann müssen wir hier natürlich noch die heldenhafte und eiserne Herausforderung machen. Aber gut. Bis dahin. Tschüss.